Heute ist Donnerstag, ich weiß, eigentlich ist Donnerstag Food Hall Zeit, aber in dem Moment, wo ihr das Video jetzt wahrscheinlich seht, bin ich shoppen in München. Ja, ich fahre mit einer sehr guten Freundin morgen, also ich bin heute ist Mittwoch, nach München zum Shoppen, Bummeln. Primark gehen wir auf jeden Fall, weil der Primark ist ja in München. Wir fahren dann mit dem Zug hin. Und ich denke, es wird ein wunderschöner Tag und dann habe ich natürlich keine Zeit, um einzukaufen. Wann ich einkaufe, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich am Freitag arbeiten muss und keine Zeit habe zum Einkaufen. Vielleicht Freitagnachmittag. Ich weiß es nicht, ob ich das diese Woche überhaupt noch schaffe, richtig einzukaufen. Ich werde heute noch ein paar Kleinigkeiten besorgen, wie Brot und Obst und Gemüse, dass wir auch was haben übers Wochenende. Aber ob ich jetzt wirklich einen richtigen großen Einkauf mache die Woche, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, dass euch kein Video fehlt, habe ich mir gedacht, ich nehme euch halt einfach ein bisschen mit. Heute steht jetzt nichts Besonderes an. Ich werde aufräumen, Haushalt machen, keine Ahnung, solche Sachen einfach. Aber ich dachte mir, ich nehme euch mit. So habt ihr ein bisschen wenigstens zum Schauen, zum Gucken. Genau. Haushalt müssen wir definitiv machen, weil ja, hier geht es ja noch. Hier steht was rum, hier ist Papiermüll. Kann man gleich mal mitnehmen. Übrigens, die Dinger, die habe ich euch ja im Food Hall gezeigt. Diese Teile. Die schmecken mega lecker. Mega lecker. Also, die müsst ihr kaufen. Wenn ihr auf Süßkram so wie ich stehe. Ja, schaut mal. Hier die Küche. Der tägliche Wahnsinn, ne? Hier flackt alles rum. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich leg mal los. Ja, schau, überall Müll und Zeug. Ja, aber so sieht es jeden Früh bei uns aus. Seht ihr, das ist voll dreckig. Meine Mikrowelle. Ja, die werde ich jetzt erstmal putzen. Wieder sauber. Schaut euch mal die Schublade an. Die reinste Katastrophe. Ich versuche da jetzt mal Ordnung zu machen. Also ich weiß nicht, aber schauen die Schubladen auch bei euch so aus? Die andere bestimmt auch. Oh mein Gott. Ja. Katastrophe, oder? Aber ich finde immer, ich räume die zwar jetzt auf, aber ich glaube, in 2 Monaten schaut die genauso wieder aus. Aber aufräumen muss trotzdem sein. So, die Schubladen sind leer. Warte mal. Alexa, aus. So, die Schubladen sind leer. Seht ihr? Oh mein Gott. Ja, das war alles in diesen zwei etwas relativ kleinen Schubladen. Ja, also ich werde jetzt erstmal die Schubladen aussaugen, auswischen und dann mal schauen, was man von diesem ganzen Kram überhaupt braucht, was überhaupt in die Küche gehört und ob wir vielleicht etwas wegschmeißen können oder wegtun können. Jetzt schaut mal den Unterschied an. Das ist die eine Schublade und das ist die andere. Also, da ist trotzdem irgendwie Chaos, aber ist ja egal. Das ist eine Schublade, aber es schaut alles ordentlich aus und es gehört das rein, was da reingehört. Das sind Alufolie, Frischhaltefolie, Backpapier und so größere Sachen. Ja, aber ich finde, das sind die Pflaster zum Beispiel. Stifte brauche ich immer in der Küche, so Eddings oder so, wenn ich was einfriere. Also sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Und das ist Müll, was einfach nur in der Schublade war. Also vor allem diese Dinger, die sind doch bei, ich weiß gar nicht, bei was die dabei sind. Das braucht kein Mensch. Ich nehme da immer solche Clips, so Plastikclips, aber ich kann es euch zeigen.
Nächste. Ich habe lauter so Chaos-Schubladen, solche Dinge, wo man dann, da spart man sich, ja, die kann man halt aufmachen, so, und dann zumachen, und dann braucht man solche metallkomischen Dinger nicht. Und das, ja, das sind Samen für nächstes Jahr zum Einpflanzen. Das tue ich jetzt in den Keller. Pflaster, das tue ich in die, weil da sind ja genug Pflaster drin. Also es reicht ja, das, voller kriecht es nicht. So oft kann man sich gar nicht verletzen. Die tue ich dabei in die Medikamentenschublade. Das kommt auch in den Keller, das Schnürchen, das ist immer zum Zusammenbinden, wenn ich irgendwas eingepflanzt habe, wo größer wird. Bei den Kerzen bin ich mir unsicher, soll ich die wegschmeißen? Eigentlich kosten die ja gar nichts. Dann ist hier noch Ostereifarbe, tue ich auch im Keller. Eine Schere, tue ich glaube ich auch in den Medikamentenkoffer, der schaut eh nicht mehr so feierlich aus. Das ist für unsere Wasserkissen, wir haben so Wasserkissen, es gibt ja Wasserbetten, aber wir haben Wasserkissen. Das tue ich auch im Keller. Da muss man ab und zu das Wasser tauschen und dafür braucht man das Ding halt. Ja, und noch so Silberfische, weil wir ein Haus haben. Und in jedem Haus sind Silberfische, also zumindest bei uns. Und da brauchen wir manchmal so Köder, aber das brauche ich auch nicht in der Schublade. Und dann, was habe ich da noch gekauft mal? Fruchtfliegenfalle. Ja, jetzt habe ich auch keine Fruchtfliegen mehr. Wo ich die Fruchtfliegen hatte, habe ich das Ding vergessen, als ich das gekauft habe. Und jetzt habe ich auch keine mehr. Jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Ja, das werde ich jetzt schnell verräumen. Nichts Schlimmeres, als diesen blöden Ofen immer sauber zu machen. Also ich liebe ja wirklich unseren Kaminofen. Also er ist echt schön, eine Wärme macht er und das ist echt schön. Aber der macht so einen Dreck. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist ja nicht nur so, dass die Asche hier drin ist, sondern die ist im ganzen Wohnzimmer. Also sobald der Ofen an ist, war ja jetzt mal die letzten Tage, jetzt ist zwar gerade wieder warm, aber die letzten Tage war es ja ein bisschen kühl draußen. Und die ganze Asche, die ist halt, du kannst zweimal am Tag staubsaugen oder staubwischen. Das ist so schlimm. Naja, machen wir mal den Ofen sauber. Das ist ja, zwar das ist jetzt hier die Asche, die muss man halt zusammenkehren und dann wird die hier unten in dem Ding da gesammelt. Aber wenn man Holz reinschmeißt oder den aufmacht, dann fliegen diese kleinen blöden Dinger durchs ganze Wohnzimmer. Aber trotzdem ist er schön. Dachboden. Ich mir dachte, Wäsche wartet ja auch auf mich. Jetzt habe ich gerade eine Schwarzwäsche eingeschalten. Buntwäsche muss ich noch und Weißwäsche auch. Und ja, vorgestern habe ich schon mal mit dem Bügeln angefangen, weil, wie ihr ja noch wisst, vom Video, wo ich die Geburtstagsvorbereitungen euch gezeigt habe, hing ja hier überall noch Wäsche. Den habe ich schon, den Wäscheständer. Je, und das kann ich gleich mal mitnehmen. Das ist trocken, das Kissen. Der Wäscheständer muss noch. Das ganze Zeug muss ich noch runterbringen. Bügeln muss ich also wahrscheinlich später auch noch. Aber jetzt wäscht erstmal die Wäsche, die braucht ihr ein bisschen. Und dann gehen wir mal wieder runter. Oh, ich bin so ein Chaos-Aufräumer. Keine Ahnung, ich kann nicht an einer Stelle bleiben. Also oder in einem Raum. Jetzt habe ich ja die Küche angefangen mit den Schubladen, dann bin ich hoch zur Wäsche. Und jetzt denke ich mir, jetzt muss die Deko da oben noch weg, weil der Geburtstag ist jetzt auch schon rum. Dabei wollte ich in der Küche, ich zeige euch das mal schnell, habe ich mir gedacht, nach der Schublade mache ich das hier noch, dass ich da mal auswische, genau da, wo halt der Mülleimer steht. Ja, seht ihr schon, da ist halt immer so Dreck, seht ihr das? Das musste man ja auch mal auswischen. Ja, und da die ganzen Putzmittel vielleicht mal sortieren. Aber jetzt habe ich zuerst die Girlande gesehen, jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Oh. Ich bin so ein richtig Chaos-Aufräumer. Aber naja. Seid ihr das auch? Seid ihr auch so Chaos-Aufräumer? Und sagt mal, ob euch solche Videos gefallen, wenn ich euch so ein bisschen mitnehme beim Putzen und so. Also ein Daumen nach oben wird mir schon... ja, dann würde ich wenigstens sehen, ob euch sowas gefällt. Ob ich euch da öfters mitnehmen soll, wenn ich mein Haus aufräume. Ja, oder ein Kommentar in den Kommentaren unten.
Wäre schon cool, wenn ihr euch mal ein bisschen Feedback. Also ihr seid ja sowieso schon mega. Also ich muss ja schon sagen, ne? Wir sind jetzt 500 Abonnenten. Ihr seid so eine geile Community. Sagt man das so? Also mega. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Also geil. Echt geil. Ja, aber ihr müsst mal sagen, ob ihr das echt wollt, ob ich da euch öfters mal mitnehmen soll. Durch meinen Haushalt, durch meinen Alltag. Ja, es ist halt mein Alltag. Putzen, aufräumen. Ja. Aber morgen nehme ich euch auch mit. Morgen zum Primarkt. Oder wenn ich mit meiner Freundin da mit dem Zug fahre und so, dachte ich mir, da nehme ich euch auch mit. Das, vielleicht wird das ja ganz spannend. Ich hoffe, ich kann euch da mitnehmen. Schauen wir mal. Aber vor habe ich es auf jeden Fall, euch mitzunehmen. So, jetzt machen wir uns mal unter die Spüle. Sauge ich das schnell alles raus. Mit meinem tollen Staubsauger. Oh. Ein bisschen sortieren und ja, so auch wieder sauber. Jetzt habe ich mir schon fürs Badputzen alles rausgesucht. Ich habe da mal beim Lidl war das vorgestern im Angebot, also 30% günstiger. So Dinger halt, wisst schon, so wo man an die Toilette so da ist ein Bild, seht ihr das? Und man das so einfach nur an den Spülrand hin macht. Ja, habe ich zum ersten Mal. Probiere ich gleich mal aus. WC-Reiniger, Hygienespray. Die sprühe ich immer die Toilette damit ein, da fühle ich mich besser. Und Kalkreiniger, also Badreiniger. Ja, jetzt wische ich schnell die Küche noch raus und dann putze ich das Bad. So, Bad habe ich jetzt auch gewischt, geputzt, fertig gemacht. So. Jetzt werde ich, glaube ich, hoch zur Wäsche gehen. Weil die obere Etage, also die, was heißt, also den Dachboden kann ich schon hoch, aber wenn du in die mittlere Obertage, ich bin so kaputt, ich hasse Putzen, in die mittlere Etage, sagen wir es mal so, also ins erste Stockwerk, kann ich nicht, weil mein Mann Nachtschicht hatte und der schläft und der wird nicht so begeistert sein, wenn ich da oben jetzt einen Staubsauger anschmeiße. Ja, ah, was ich auch noch zeigen wollte, ist das bei euch auch so, dass ihr immer alles, was nach oben dann gehört, schon mal auf die Treppe legt? Also mir ist es immer so, alles was hochgehört, wird da hingelegt und irgendjemand wird das schon dann mit hochnehmen. Das ist bei uns immer so. Aber ich glaube, jetzt gehe ich erstmal was trinken und dann hoch die Wäsche weitermachen. Ich glaube, das ist ganz schlau, weil unten bin ich so weit, so gut fertig. Also hier habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Hab ich nur schnell durchgesaugt, durchgewischt. Könnte man das auch mal ordentlich hinlegen. So, jetzt durchgewischt, durchgesaugt, also im Windfang, hier auch nur schnell durchgesaugt und durchgewischt. Wohnzimmer, oh, muss ich jetzt von der anderen Richtung, oder? Gegen das Licht. Ja, auch die ganzen Fahrzeuge habe ich mal in den Keller gestellt. Die spielen gerade eh nicht momentan damit und irgendwann holen wir sie wieder und dann spielen sie wieder total gerne mit. Das machen wir immer. Spielzeug austauschen, genau. Alles staubgewischt, staubgesaugt. Den Ofen habe ich sauber gemacht. Auch das Kissen. Das Kissen muss noch ordentlich gemacht werden, ne? So. Jetzt. Das Kissen ist übrigens von Wisch voll schön, oder? Ja. Auch alles sauber. Küche gewischt. Ja. Untere Etage. Fertig. Gott sei Dank. So, neue Wäsche angeschalten. Die Buntwäsche. Schwarze Wäsche ist im Trockner. Und den Boller da muss ich jetzt noch aufhängen und das muss ich noch bügeln. So, fertig gebügelt. Jetzt muss ich alles nach unten in die Schränke räumen. Ach, bin ich froh. Aber jetzt ist es auch schon fast 12 Uhr. Das heißt, ich muss meine Kleine von der Kita abholen. Das ist mein Vormittag. Yay! So, ich habe jetzt gerade die Wäsche verräumt. Jetzt muss ich hier noch ein Geburtstagsgeschenk einpacken. Eine Freundin von mir, die ist 30 geworden, ist total fitnessbegeistert. Und die ganze Zeit habe ich überlegt, ja, was schenke ich denn der, was schenke ich denn der? Dann habe ich mir gedacht, ich schenke ihr so eine, keine Ahnung, Smartwatch, also so eine
Uhr, wo dann auch die Kalorien zählt, den Puls und keine Ahnung. Ich kann das jetzt noch nicht aufmachen, dann sieht das ja wie gebraucht auf. Irgendwie geht das nicht auf. Naja, auf jeden Fall ist das so eine, kennst ja bestimmt diese Smartwatch-Uhren, wo halt einfach die Kalorien und keine Ahnung. Die geht fast, glaube ich, jeden zweiten Tag ins Fitness und hat damit echt schon voll die guten Ziele erreicht. Und keine Ahnung, vielleicht gefällt es ihr ja. Auf jeden Fall habe ich an sie gedacht. Und dann, weil sie ja so fitnessbegeistert ist, das kann ich glaube ich schon aufmachen. Das ist ja eh nur so ein Beutel. Keine Ahnung, ob die damit was anfangen kann. Ich dachte, das passt irgendwie Fitness. Ich kann euch nicht mal erklären, was das ist, weil ich von Fitness gar keine Ahnung habe. Aber auf jeden Fall kam das unter der Kategorie Fitness. Ne? Die Sachen sind von Amazon. So Fitnessbänder, so Dehnbänder, wo man sich dehnen kann. Keine Ahnung, in unterschiedlichen Größen und ja. Halt irgendwas, was mit Fitness zu tun hat, weil ich denke, ich hoffe, ihr gefällt es. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich an sie gedacht und ich hoffe, sie freut sich drüber. Und das packe ich jetzt mal ein. Also das Kleine habe ich jetzt eingepackt. Für das Große hat leider mein Geschenkpapier nicht mehr gereicht. Dachte mir, tue ich das in die Tüte hier. Tue ich das da ja so schön rein. So. Super. Eingepackt. Ja, ich hoffe, sie freut sich. Ich habe bei ihr echt lange überlegt. Sie ist voll schwierig, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, frühstücken, oder, das macht sie natürlich voll gerne. Aber irgendwie kam mir dann diese Blitzidee mit Fitness, weil die redet gerade nur noch von Fitness. Was aber auch voll cool ist. Sie macht das echt super. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt eingepackt. Die hat heute Geburtstag, aber ich weiß gar nicht, ob ich das ihr heute. Das ist eben auch die Freundin, mit der ich morgen nach München fahre. Aber das nach München mitschleppen will ich auch nicht. Vielleicht schaffe ich es noch heute bei ihr vorbei. Ansonsten, die feiert am Samstag. Es ist halt am Samstag. Ist ja auch nicht so wild. Jo. Jetzt. Oh, Viertel nach 12. Jetzt muss ich meine Kleine von der Kita holen. So, mittlerweile habe ich meine Kleine auch schon von der Kita wieder abgeholt. Sie liegt oben und schläft. Habe sogar schon, so fleißig wie ich bin, das Video angefangen zu schneiden. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir schon 17 Minuten haben. Dachte mir, okay, das Video reicht. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal beenden, den Vlog. Ich werde jetzt auch nichts mehr Großartiges machen. Ich werde jetzt noch schnell einkaufen fahren. Wie gesagt, Brot und Obst und Gemüse ein bisschen kaufen. Und dann werde ich irgendwas mit, ein Päckchen bei der Post noch abholen. Genau, das wurde bei der Post abgegeben. Und das war es eigentlich schon. Also großartig wird heute nicht mehr viel passieren. Ich hoffe, euch hat mein Putzvlog, kann man ja dazu sagen. Also ich habe euch ja eigentlich nur zum Putzen und Haushalten mitgenommen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!